Warte mal, wie kann ich denn hier wechseln? Hey, es hat funktioniert. Ich bin ein bisschen zu klein, oder? Kann ich mich irgendwie ein bisschen näher ranzoomen? Ah, scheiße! Mann! Ey, gucken wir uns jetzt das Video an, ja? So, Kelly, jetzt bist du dran! Leute, Doppelpeace an euch da draußen. Willkommen zu diesem Video. Wie erkläre ich das jetzt? Anstatt dass jeder Beauty-Gurus und irgendwelche Tutorials und Schminksachen nachmacht und ausprobiert, dachte ich, ich wage mich mal an ein bisschen einen anderen Lifestyle dran. Und wer ist der beste Vertreter von anderen Lifestyles? Tanzverbot. Jo Leute, Doppel-PC ist wieder Tanzverbot. Ich weiß nicht, ich bin zwiegespalten über diesen Charakter. Passt auf. Wir hassen uns. Ich habe in der Vergangenheit schon böse Dinge über ihn gesagt. Er über mich. Das Ding ist, ich glaube, wir lieben uns auch. Also, ich würde. Das Ding ist, ich will sie nur nackt sehen. Also, ich habe jetzt keine emotionale Bindung zu ihr. Aber das hat halt auch keine Besonderheit. Das müsst ihr so verstehen. So, ich will irgendwie jeden nackt sehen. So, keine Ahnung, was hat sie denn jetzt für. Also, ich weiß, ich glaube, ich würde von diesen ganzen YouTubern, die man so in diese Kategorie einordnen kann, hier so Bibis Beauty Palace, diese andere da, diese Dagi Bee und so, ist es, glaube ich, die, mit der ich am besten klarkommen würde. Also, ich glaube schon, dass das eine ganz nette ist, so, aber ich habe jetzt. Ich glaube, wir lieben uns. Das ist schon. Ach, quatsch mir nicht voll. Zeig dich nackt. Bitte unsere Beziehung als komplizierter einstufen. Und deswegen ist meine Mission heute, ihn etwas besser zu verstehen und ihn wirklich zu verinnerlichen, weswegen ich heute einen ganzen Tag lang esse, was Tanzverbot ist. Viele haben ja den Wunsch gehegt, dass ich einmal ausspreche, was ich mir so am Tag gönne. Also viele sind interessiert. Mann, das war noch in der Küche von meiner Mama gewesen. Da war ich noch schön zu Hause. Und jetzt was mache ich jetzt? Ich wohne alleine. Hier, was ich an einem Tag alles so esse. Er macht ja Einkaufshalls. Er zeigt seinen Einkauf aus dem Supermarkt. Andere Leute kennen das vielleicht als DM-Haul oder Daily Make-up Tutorial. So, das ist für Tanzverbot, was ich an einem Tag gekauft habe. Ich hab's mir nicht und hab alles gekauft. Sie lacht. Und am Ende werden wir sehen, wie es mir geht. Die Kalorienpolizei ist vorbeigefahren. Das ist unlustig. Vielleicht mal eine kurze Gegenüberstellung, was ich so an einem Tag esse. Ich bin jetzt nicht die gesündeste Esserin, wirklich gar nicht. Aber ich trinke ein Glas Wasser morgens mit einer frisch ausgepressten Zitrone. Oh. Gehe zum Sport, trinke einen Proteinshake, esse einen Proteinriegel. Mache mir entweder Haferbrei, Bananen, einen Shake aus Gemüse oder Obst. Zwischendurch ein paar Reiswaffeln. Dann esse ich mittags meistens einen Salat und abends dann irgendwas Warmes. Vorzugsweise mit Kartoffeln oder Brot. Und manchmal switche ich den Salat mit dem Abendessen aus. Was sind das für Gutmenschen-Scheiße, die frisst? Ja, ich habe auch nicht den gesündesten Lifestyle. Ich esse Haferflocken, dann esse ich Reiswaffeln. Will die mich verarschen, Alter? Und abends esse ich was Warmes, vorzugsweise Kartoffeln. Oh, macht die mich krank, ey. Wenn ich versuche, etwas auf meine Linie zu achten, was heute eher weniger der Fall sein wird. Manche denken vielleicht, ich habe dieses Video nur gemacht, um geile Sachen zu essen. Und die Leute haben absolut recht. Also starten wir mit dem Frühstück. Das ist jetzt das Erste, was ich mir hier gleich mit der Schüssel machen werde. Gönne ich mir gleich erstmal richtig. Also das ist auf jeden Fall das Frühstück, was man braucht, um wach zu werden. Da bin ich mal gespannt. Das könnte mir einen guten Boost geben, glaube ich. Und ich freue mich einfach drauf. Boom, Bitches. Fun Fact, ich wurde in der Grundschule oft Kelloggs genannt. Warum sind die so freaking gelb? Ein bisschen too much. Ich versuche mal eine rot zu essen. Was soll ich sagen? Geil. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Das war nicht meine Milch. Ich gerne einfach mega ein. Wie will sie denn das essen, was ich esse, wenn ich 3,5%ige Milch zeige? Höchstwahrscheinlich. Ich habe mir nicht 1,7 oder so eine Scheiße geholt. Und sie.
und sie wahrscheinlich 0,5%ige nimmt, so extra Veganer-Milch. Veganer-Milch! Ah, nee, so geht das ja nicht. Oh, ist das schlimm. Vor allem Cornflakes roh essen. Oh, muss sie erst gebraten werden oder was? Habe ich irgendwas noch nicht gewusst über Cornflakes? Weichen. Die Dinger sind außenrum. Was ist das für ein Tattoo, Alter? Die sich hier so Nähte tätowieren lassen? Richtig geil. Boah, ich stehe über drauf. Jetzt ist die für mich noch attraktiver. Weich und innen dann eine leckere Schokocreme-Füllung, die das Ganze... Junge, mein Rücken tut weh! Dazu der zarte Geschmack der Milch. Und man kann die voll mit der Zunge an den Gaumen drücken und dann so... Ich versuche mich auch, Alter, ungefähr an die Mengenangaben zu halten, die er gibt in dem Video. Ich werde das wissenschaftlich auseinandernehmen. Das wird der beste Tag meines Lebens. Mein Gott, ich würde am liebsten noch eine ganze weitere Schüssel essen. Oh. Aber ich glaube, das war erst der erste Gang fürs Frühstück. Denn als nächstes ist es meistens so, dass ich von einer Schale Cornflakes nicht satt werde. Same. Wusstet ihr, dass mehr Nährstoffe in der Packung der Cornflakes als in den eigentlichen Cornflakes drin sind? Deswegen wundere ich mich nicht, dass man davon nicht satt wird. Auf jeden Fall gönne ich mir, denn, nachdem ich die Cornflakes gegessen habe, erstmal zweimal das hier. Zwei. Dann bin ich auch erstmal ein bisschen gesättigt. Oh. Ich habe jetzt hier... die vegetarische Variante. Das war mir so klar! Ich bin nicht umdrehen, wenn er das sieht. Das sind von Mühlenfrikadellen, okay? Ich hab's versucht. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, zuckerarm und laktosefrei. Das ist halt jetzt schon ein schönes Backzeug machen. Auf einmal kommt die mit dieser Vegetarische... Och, Junge. 100 Gramm hat 228 Kalorien und eine von denen ist 165 Gramm. Die sind aus Soja. Ich hoffe, ich bekomme davon keinen Durchfall. Ah, es wird auf jeden Fall anstrengend. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich habe 3 Stück gegessen. Okay, 2 schaffe ich noch. Den Rest versuche ich mir irgendwie als Snacks mitzunehmen. Oh, Frikadellen als Frühstück. Da sind noch 4 Stück drin. Und natürlich am Morgen erstmal Wolken. Ja, Mann, richtig geil. Ich muss jetzt schon die Mann, hast du irgendwie mich verarschen? Was kommt dir da mit der Kinderpulle an? Da rutschen die Frikadellen gleich viel besser runter. Wolwig hält es ein bisschen natural, obwohl da bestimmt genauso viele Kalorien drauf sind. 100 Milliliter 64. Ah. Auf dem Trinken sind Kalorien. Lecker. Mir ist ein bisschen schlecht, aber ich bin echt zufrieden. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Dreh und danach wage ich mich nochmal an die Frikadellen. Vielleicht einen Zwischensnack. Ich weiß nicht, ich freue mich auf diesen Tag. Ich habe aber auch sehr viel Angst davor. So, es sind einige Stunden später. Ich habe den Dreh erfolgreich hinter mich gebracht. Ich habe aber jetzt mega Hunger und ratet mal, auf was ich richtig Bock habe. Auf meine Frikadellen. Ah, da ist ein Deckel drauf. Verspeise ich jetzt ganz gechillt einfach nochmal eine Frikadelle nach der anderen. Letztes Frikadellchen in der Packung. Ah, sieht schon nice aus. Next. Dieser wunderschöne Sound. Upsi. Nicht wegrennen. Diese Menge an Soja kann auch nicht gesund sein. Ja, deswegen frisst man auch die normalen und nicht so vegetarische Pseudoscheiße, die im Labor gezüchtet wurde. Ich kann die jetzt auch nicht mehr sehen, diese Frikadellen. Die werde ich safe nie wieder. Und jetzt nach hinten schmeißen. Mal gucken, was der liebe Tanzverbot noch so auf seinem Essensplan hat, beziehungsweise jetzt auf meinem. Ups. So, weiter machen wir denn damit, so für zwischendurch. Oh, geil, Alter. Zwischendurch einfach so ein Sahnepudding sicher gönnen. Ihr seht das auch hier im Hintergrund. Totales Chaos, aber ist mir egal. Ist ja die Küche meiner Mutter. Grüße gehen an dich aus, Mama, falls du das sehen solltest. Liebe Grüße, ja, auch von mir. Ja, wir wohnen noch beide drin, deswegen darf ich hier filmen. Meine Mama mag das nämlich nicht, wenn ich hier drin filme, weil das gerade unordentlich aussieht und das lässt uns in so ein schlechtes Licht rücken, aber... Denke ich einfach nicht. So, jeder Haushalt sieht mal unaufgeräumt aus und da muss ich euch jetzt hier nichts vorlügen. Oh mein Gott, bei meiner Mama war das auch immer so, als ich bei ihr in der Küche baue ich gerade eine emotionale Bindung zu Tanzverbot auf? Schokopudding. Ist das überhaupt das Gleiche, was er hat oder nennt er das Nein. einfach nur Sahnepudding? Weil ich habe jetzt Schokoladendessert mit... Das wäre klar, schön den 19-Cent-Pudding von Ja genommen. Lockere, ich habe das Feste, ich habe... Pudding. Naja, jetzt fühle ich mich ihm doch wieder ferner. Die habe ich aber als Kind auch voll gerne gegessen. Mittlerweile schmeckt das einfach nach gar nichts eigentlich. Milch. Was erwartest du denn bei 19 Cent, du? Auch. Eine Portion hat 200 Kalorien.
Love it. Es rutscht auf jeden Fall schneller runter als die Frikadelle. Also ist irgendwie nicht das geilste Dessert. Ich glaube, das, was er hat, dieses fluffige Sahnepudding, das ist irgendwie lockerer Sahnepudding. Ich glaube, das ist geiler. Aber gut. Mir fängt auch langsam an, schlecht zu werden. Und es sind erstmal 1 Minute 47 des Videos. Krieg ich hin. Oh, Junge! Da sagen wir nochmal, dass diese Videos einfach sind. Ich bin so weggepennt zwischen dem letzten Schnitt und diesem. Ich habe einfach geschlafen. Und ich bin aufgewacht und mir ist so schlecht. Aber das heißt... Mal wie sie tut, Alter! Als ob ich 8 Kilo Schwein gefressen hätte. Ihr könnt nicht glauben, wie sehr ich mich freue. Ich habe mich jetzt gewaschen, ein bisschen beruhigt, ja? Das sollte ich mal irgendwie umgekehrt machen. Ich sollte mal einen Tag Reiswaffeln und Haferflocken essen. Da würde ich sicherlich deutlich schlimmer aussehen als die. Ich gehe gleich auf eine Party und mit ganz neuem Mut an die Sache hier ran. Jedenfalls geht es dann meistens weiter. Geht es dann meistens weiter mit sowas, also Eis oder irgendwas anderes. Mainz 99, danke schon für den Sub. Komplett falsche Reihenfolge. Isst man so Eis oder Nachtisch dann nicht eher nach dem Abendessen? Stell doch meine Ernährung nicht in Frage. Dreiviertel. Und dann wird mir immer schlecht, keine Ahnung, aber ich kann nicht aufhören. Das schmeckt einfach mega gut, das Eis. Mensch, da freue ich mich doch drauf. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Abend und dann geht es natürlich hiermit weiter. Die habe ich mir natürlich auch besorgt. Nee, das ist nicht die... Das ist Pizza Salami und nicht Pizza Fungi. Das muss auch gewaschen werden. Ja. Gönne ich mir immer manchmal auch zwei. Das kommt immer drauf an, was für einen Hunger ich an dem Tag habe. Das ist leider traurige Realität, dass ich von einer Pizza nicht mehr satt werde. Ja. Und dann sind wir halt am Pfingst, danke schon für den Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Also das ist halt... Oh, Ginger Ale ist so geil, aber es macht so fett. So ungefähr, das ist das, was ich momentan trinke. Ihr seht das hier, Shrappers Ginger Ale. Ich habe das eigentlich als Geschmack... Ich habe nicht noch mehr. Danke schon für 2 Euro. Ich dann hinten raufgeguckt habe und gesehen habe, dass das hier viel fetter macht als Cola. Und dann dachte ich mir einfach so, na gut. Schwabes habe ich auch geholt. Ginger Ale. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen. PH35464. Dankeschön für deinen Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Kein Ginger Ale. Doch, ich mag Ginger Ale. Die Pizza ist schon im Ofen. Oh, Junge, dieses. Mal. Oh Gott, ey. Ich kann nicht mal Pizza machen. Das Gute bei der Tanzverbot-Diät ist, man muss halt auch gar nichts kochen. Schmeckt irgendwie aber auch. Gar nichts. Also dafür, dass da so viel Zucker wie in Cola drin ist. Eine von diesen Pizzen hat... Ginger Ale schmeckt nach gar nichts? Ginger Ale schmeckt nach gar nichts, sagt eine, die sich einen halben Tag von Reiswaffeln ernährt? 846 Kalorien. Pilze haben eine komische... Ja, so wie wir es kennen, erstmal in einem Suppenteller eine Pizza reinmachen. Ja, geil. Und noch nicht mal aufgeschnitten. Ey, die hol... Das ist doch ein Suppenteller, oder? Ist sie ernst? Mir hat irgendwer 10 Euro gespendet. Alter, da Michi, danke schon für 10 Euro. Wann zieht sich denn... Was? Wann zieht sie sich denn jetzt aus? Digga, das frage ich mich schon seit 10 Minuten. Alles klar. Danke schon für die 10 Euro und die Übernahme der Kosten. Kalt abgesondert. Ist auch irgendwie relativ geschmacklos, ich glaube. Das ist ein Pizzateller? Aber die hat das noch nicht aufgeschnitten, das ist doch dämlich. Warum hat die Kamera so weit unten? Wenn in diesen Tiefkühlsachen nicht so viel Geschmacksverstärker und sowas wäre, dann würde das... Oh, gib mir das auf den Sack. Oh, der Freund tut mir ja mal mega leid. Oh, lass mal einfach essen gehen. Nee, ich muss mir erstmal die Zusätze angucken. Die Frikadellen und der Schokopudding liegen mir noch echt schwer im Magen. Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der keine Pizza mag? Jeder mag doch Pizza, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, weil... Wie viele haben denn in die Kommentare geschrieben? 3000, oh, jetzt tut mir leid. Zusammensitzt mit Freunden, Silly Silex, danke schön für den Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Jemanden, der Fisch nicht mag. 15 verschiedene Nudelgerichte zu bestellen, ist auch irgendwie komisch. Und wenn man sich dann so eine riesen Pizza bestellt, kann man jede Hälfte mit was anderem belegen. Margarita für die Vegetarier. Nari Kuhn, danke schön für den Sub, Mann. Vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Salami für Leute, die Salami mögen. Hawaii für weirde Leute, die Ananas auf ihrer Pizza mögen. So wie ich. Manometer, ey, ist das schlimm. Meine Hose wird langsam eng. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euren Magen so maximal ausdehnt? Ich
Kotz gleich. Geht. Es war so ekelhaft. Tut mir leid, aber ich glaube, das gehört zu diesem Video dazu. Ihr sollt einfach voll experiencen, was es Internet-Halunke. Danke schon für deinen Sub, Mann. Vielen Dank für die Unterstützung. Es ist schon 10 und ich habe noch 2 Speisen vor mir. Was habe ich mir angetan? Oh, ich muss so oft rübsen. Ohne Witz, Leute, ich überlege gerade, das Eis einfach mitzunehmen auf die Party und dann... Oh mein Gott. Es dann dort zu essen. Ich kann das jetzt nicht essen. Mann, Mädchen, du bist doch schon über 10 Minuten. Was musst du denn hier so langsam reden? Ich will das Eis mit auf die Party nehmen. Ich gönne mir das heute noch. Ich bin jetzt hier bei der Einweihungsfeier von Annika angekommen. Ja, ich bin Annika. Wir haben übrigens bei Emma auch ein Video gemacht, was auch food-related ist. Nicht so lecker wie die Sachen, die ich heute... Ob die ficken? Verraten gegessen. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich habe das hier extra... Das Ding ist, du hast gesagt, welches Eis, und das ist eines meiner Lieblings-Eissorten. Das ist geil, guck mal. Ich liebe das, weil da sind... Das ist auch wieder nicht meins, es ist nur die Marke. Ich hab das noch nie gegessen. Was für Löffelchen, die hier. Du bist davon 3 Viertel. Glaub nicht, dass Eis macht, so was anderes. Wow, das sieht so pretty aus. Das heißt, ich muss so viel davon essen, bis hier... Das schaffe ich ja niemals. Du musst mir ja voll helfen. Ist das die letzte Mahlzeit? Nee, danach kommen auch Babybells. Und dann so kurz vorm Schlafen gehen, gönne ich mir halt immer noch mal Babybell. Ja, kann ich nicht mehr so sagen. Ich kann einfach... Ich mag Babybell nicht mehr. Ist ja auch schon über 2 Jahre altes Video, glaube ich. Oder guck mal, hier ist die Schokolade. Das ist schon geil. Tila Panko, danke schon für deinen Sub. Hä? Hast du einen neuen Account? Hast du noch nie gesubbt? Hä? Jetzt ist komisch. Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Und an Just Marv auch. Dankeschön. Entschuldigung. Das Geräusch vor allem. Ja, aber das mit Keks ist noch... Ja, nee, die isst man auch nicht auf dem Teller. Nein, man frisst direkt von diesem Ding da. Ja, geil. Erstmal eine Reiswaffel darauf. This ice cream makes you want. Dr. White, dankeschön für den Sub. Das Ding ist... Jakob, dankeschön. Danke schon für deinen Sub. Ungesunde Ernährung, Stimmungsschwankung, also bei mir Stimmungsschwankung. Mhm, wegen dem Zucker, ne? Ja, wenn ich mich gesund ernähre. Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit so hängen. Okay, gleich haben wir uns in der Mitte durchgefressen. Ciao, Kakao. Jetzt wird's mir aber langsam ein bisschen zu dämlich. Wenn wir einmal durch die Mitte durchessen, ist es auch 3 Eigentlich schon. Davon. Jetzt die ganze Mathematik aus dem Video. Weil das ist eigentlich ein Drittel. Genau ein Drittel. Nein, 3 Viertel. Wir schon gegessen. Ja, schön. Da filmst du hin. Ja, du Schwein. Jetzt wissen wir doch langsam, worauf es ankommt. Braucht er gar nicht verheimlichen. Ja, da ist das Eis. Und wo filmt er hin? Ehrenmann. Ja, ey. Ja, was denkst du, warum ich die ganze Zeit so müde bin und so fertig? Film doch mal ins Gesicht. Junge, er filmt die ganze Zeit. Wenn ich nach Hause komme, dann beginnt jetzt erstmal noch schön eine Feier in eine Bar und dann gönn ich mir schön Alkohol saufen. Also Leute, das war eine kurze Nacht. Ich muss sagen, ich war schon energetischer in meinem Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ganze Essen hat mich ein bisschen runtergezogen. Vom Energielevel her ist es sehr anstrengend. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich einen Kater. Kennt ihr dieses gammelige Gefühl so in der Bauchregion? Ich bin mega aufgebläht. Es ist eine schwere Zeit, aber wie Tanzverbot sagt, man kann einfach nicht hungrig ins Bett gehen. Alter! Das ist ihr Ehemann? Ist es wirklich? Lol. Ich habe keine Ahnung. Danke schon für die 10 Euro und die Übernahme der Kosten. Thank you very much. Mir kommt schon was wieder hoch. Leute, ich hab's geschafft. Der Tag ist überstanden. Jetzt sowas von pennen. Und wir werden sehen, wie es mir morgen früh geht. Was ist jetzt? Das ist jetzt ein Alltag, das ist das, was ich tatsächlich an einem Tag esse. Esse. Sie mich wenigstens markiert hier? Okay, sie hat mich markiert.
Mich haben, glaube ich, kaum Leute abonniert, deswegen erstmal auf Social. Da warte, mache ich kurz aus, weil ich keine Ahnung habe, was in meinen Suchergebnissen drin ist. Ich habe da Angst vor. Warte, ich guck mal, ob jetzt irgendwas Schlechtes da gewesen wäre. Nee. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Was ist denn jetzt los? Video mal wieder von mir. Was geht, Alter? Doch, nur ausgelaufen. Dankeschön, Tiller. Vielen Dank für die 2 Euro und die Übernahme der Kosten. Wir müssen uns auch wiedersehen, Alter. Erstmal gucken, ob die mir was gebracht hat. An welchem Tag hat sie das Video hochgeladen? Wie alt ist das jetzt schon? Warte mal. Leute! Sie hat das am 20. hochgeladen? Ja, es geht. Da interessiert sich ja gar keiner für mich.